Management by Exception. Und in dem Fall übersetzen wir ein bisschen anders und wir sagen, der Grundgedanke ist eingreifen nur im Ausnahmefall. Eingreifen, gemeint ist das Eingreifen der Führung natürlich, nur im Ausnahmefall. Management by Exception folgt Management by Delegation. Deswegen ist es auch in den Unterlagen hintereinander geschaltet. Schauen Sie, was passiert? Management by Delegation, es werden immer mehr Aufgaben und die dazugehörige Verantwortung und die dazugehörige Kompetenz delegiert. Schleichend. Schleichend, ja. Veränderungsprozesse in der Wirtschaft sind meistens schleichend. Das heißt, irgendwann mal hat der Mitarbeiter so viele Aufgaben, dass wir plötzlich sagen können, im Grunde ist das ein ganzer Bereich. Im Grunde macht der jetzt die Buchhaltung. Das hat aber nicht so angefangen. Das hat damit angefangen, sondern pass mal auf, mach mal das und buch mal das und mach mal das. Und da ist immer mehr dazugekommen, auch weil er das gut gemacht hat. Und plötzlich hatte der den ganzen Bereich. Der hatte die komplette Buchhaltung. Und dann drehte sich die Dynamik um, dass man sagte, pass mal auf, du machst jetzt die Buchhaltung und ich sage dir nicht mehr mache, sondern du machst nur, wenn du irgendwas hast, was diesen Bereich verlässt, dann haben wir die Exception, die Ausnahme. Und dann musst du Rücksprache nehmen. Aber bis auf Weiteres machst du den ganzen Bereich. Also aus den einzelnen Aufgaben wurde Schritt für Schritt ein Bereich. Man konnte plötzlich ein Gebiet abgrenzen. Und nur, wenn eine Aufgabe außerhalb dieses Gebietes war, außerhalb der Kompetenz für dieses Gebiet, dann bitte Rücksprache. Ansonsten mach das komplett alles. Ich kümmere mich gar nicht mehr darum. Das ist der Grundgedanke von Management by Exception. Ziele? Entlastung der Führung. Der muss sich jetzt noch nicht mal mehr die einzelnen Aufgaben überlegen, sondern der Mitarbeiter entscheidet in seinem Bereich und macht in seinem Bereich völlig selbstständig. Also ein großer Schritt in Richtung Entlastung. Dann Freisetzung kreativer Energie. Der Vorgesetzte braucht sich über die Buchhaltung gar nicht mehr zu, um die Buchhaltung gar nicht mehr zu kümmern. Hat damit wieder freie Aufmerksamkeit. Das ist eines der größten, wie soll man sagen, Geheimnisse, wie man Unternehmen produktiver macht. Aufmerksamkeit befreien. Ja, dort, wo man immer dran denken muss, wo man immer überlegen muss, wo man immer Sachverhalte lesen muss, verarbeiten muss, verstehen muss, daraus dann Aktionen ableiten muss. Wenn man das alles nicht mehr muss, weil das jemand anders macht, dann hat man freie Aufmerksamkeit. Ja, eines der wichtigsten Prinzipien für die Führungskraft, wie kann ich Aufmerksamkeit befreien? Und höhere Eigenverantwortung. Der Mitarbeiter kriegt jetzt einen ganzen Bereich.